So, da sind wir wieder. Und diesmal wollen wir in das Bestien Dingens. Genau hier. Damit wir dann von der anderen Seite an diesen komischen wo ist er? Genau da. Da waren wir an zwei Seiten schon dran und haben da die Schriftrollen gefunden. Und jetzt denke ich mal, wenn wir das Bestien Dingens hier lösen, kommen wir irgendwo hier raus und kriegen dann die dritte Schriftrolle. Und wenn wir irgendwann alle vier haben, dann können wir hoffentlich da runterspringen und kommen dann da zu dem Secret. So, was haben wir hier für ein Gesicht? Können wir nichts klicken? Können wir nichts machen? Können wir irgendwas reinstecken? Eine Made? Na gut. Achso. Da werden wir jetzt gleich auf den Knopf drücken. Da kommt aus dem Gesicht was rausgeschossen und öffnet das Tor. Was sich wahrscheinlich nicht wieder schließen lässt. Und wir gegen ganz, ganz viele Untote kämpfen müssen. Aber solange sie uns nicht umzingeln können, müssten wir das hinkriegen. Also, und prompt geht das Licht aus. Habe ich was verpasst oder ist das Gitter nicht aufgegangen? Oh. Okay. Der Schalter macht das Gitter auf und löst das Ding gleichzeitig aus. Das heißt, wir müssen uns jetzt in den Weg schmeißen. Das tut bestimmt weh. Nee, tut's nicht. Na gut, also können wir die Tür auch wieder schließen, indem wir einfach den Knopf drücken. Hä? Oh, okay, also es würde sich nur schließen, wenn wir jetzt den Knopf drücken und wieder in den Weg gehen. Aber irgendwie kommen hier auch gar keine Legionen von Untoten, sondern nur einer. Und da hinten ist noch ein Einsamer. Das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Aber hier sind überall Türen, die geschlossen sind. Und ich wette, wenn wir irgendwas falsch machen, dann werden die sofort geöffnet und Horden von Gegnern strömen raus. Zack, zack. Ja, langsam machen wir sogar im Nahkampf Schaden. Also, jedenfalls eine Minotaure. So, nichts versteckt da drin. Also wenn das nicht wie eine Falle aussieht, dann weiß ich auch nicht. Feuerball, Blitzstrahl und... Was sollen wir bloß machen? Erstmal die Fackel mitnehmen. Na gut, wo ist unser Stein? Steine lösen das nicht aus. Also wir haben den Knopf gedrückt, aber der Knopf hat anscheinend nur die Türen wieder geöffnet. Oh, komisch. Oh, noch eine Notiz. Okay, das ist diesmal eine Skizze von diesem Torum. Und da soll wohl irgendwo ein Geheimnis sein und ein riesiger Schleim. Irgendwas. Also es ist ein Viererraum, der unten rechts eine Öffnung hat. Viererraum, der unten rechts eine Öffnung hat. Viererraum, der unten rechts eine... Das da? Ne, das geht weiter nach unten auf der Karte. Ne, sowas haben wir noch nicht gesehen bisher. Aber gut, danach halten wir die Augen offen. Das wird bestimmt ein schickes Secret sein. Sieh, da oben waren wir auch noch nicht. Keine Schalter. Nö. Da kommen wir her. Und da ist noch so ein komischer Raum. Was hat's mit denen auf sich? Oh. Okay, den kriegen wir diesmal nicht auf. Gut, erstmal töten. Töten ist einfacher als nachdenken. Definitiv. Die sterben ja richtig schnell inzwischen. Na gut, Stein. Nö, geht auch hier nicht. Oh, und er hat Hunger. Ess mal so einen Pilz. Die anderen haben alle keinen Hunger. Gut, gut. Kraut kriegt er. Das war so ein Mana-Kraut. Auch wenn wir noch nicht wirklich die benutzen müssen. Denn wir können ja einfach schlafen. Aha. Aber ich denke mal, wenn später
das Essen knapp wird, werden wir auch nicht mehr so viel schlafen können. Dann können wir vielleicht die Mana-Tränke gut gebrauchen. So, Türen gehen wieder zu. Türen gehen wieder auf und ja. Oh, dadurch machen wir wohl irgendwelche Räume auf, wo die Legionäre drin eingesperrt sind. Na gut, dann wissen wir wenigstens, dass das einen Sinn hat. Weil vorher kam das recht komisch rüber, dass man da reingeht, Tür geht zu, drückt Knopf, Tür geht auf und sonst nichts. Das hier ist, glaube ich, aufgegangen. Und zwei Mana-Kräuter. Schön. Also nach der Theorie müssten wir jetzt eigentlich nur noch hier rein. Den Knopf drücken. Wir hören uns gleich wieder marschieren. Hallo. Oh oh. Wie kriegt man die Tür auf? Aber schön, wir haben einen Legionär gefangen. Komm mal raus da. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass er nichts verbuggt hat. Das wäre sonst ein bisschen ärgerlich. So, wir waren da drin, wir waren da drin, wir waren da drin. Das heißt, hier unten ist noch eine Tür und da ist noch eine Ecke, wo wir noch nicht waren. Die Tür ist zu. Also was auch immer für ein Rätsel mit diesen drei Räumen hier war, haben wir noch nicht gelöst. Und hier ist auch nichts. Vielleicht müssen die Türen zu sein. Also hier müssen alle drei Türen zu sein, aber der Knopf drin gedrückt. Schauen wir mal. Und wo war der Knopf für die Tür? Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Oh. Wo hast du dich denn versteckt? Ja, aber das Punkte investieren in die schweren Rüstung scheint sich richtig gelohnt zu haben. Weil die beiden haben jetzt öfters mal einen Speer abbekommen und trotzdem keinen größeren Schaden bekommen. Wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Ist hier noch irgendwo was aufgegangen oder spawnen die einfach? Also ja, die kriegen zwar nicht so viel Schaden, aber trotzdem gehe ich nicht absichtlich dauerhaft im Nahkampf, denn man weiß ja nie, wie schwer das später werden wird. Mit Lebenspunkten, also Nahrung primär. Ich denke, darauf wird es hinauslaufen. Dass man nicht zu viel Schaden nehmen sollte in den ersten Dungeons, weil sonst die nächsten Dungeons schwerer werden, wenn man kein Essen hat, um zu schlafen. Also so viel dazu. Ich habe jetzt alle drei, also alle sechs Türen zugemacht und trotzdem ist die Tür da unten immer noch zu. Also hat der Legionär wirklich irgendwas gemacht. Also, machen wir mal auf. Drücken den Knopf. Tür ist zu. Drücken den Knopf. Tür ist immer noch zu. Tür ist immer noch zu. Tür ist immer noch zu. Immer noch zu. Ha, also dafür, dass dieses Gebiet Bestienmanagerie heißt, hat es das Rätsel doch irgendwie in sich. Außer ich übersehe da irgendwas ganz Offensichtliches. Was ja auch gut der Fall sein kann. Wusch. So, vielleicht die Tür hier auch noch zu? Ja, da kommen wir noch nicht rein. Aber ist die Tür jetzt hinten offen? Können wir nicht sehen. Ah, da schon. Wo kommst du denn her? Du darfst gar nicht da sein. Also schon gar nicht genau da sein. Aber eigentlich wirst du doch gar nicht hier in dem Gebiet sein, weil wir alles getötet haben. Tür ist zu. Da war gerade ein Legionär drin.
Aha. Also irgendwo kommen die Legionäre her. Und ich will jetzt wissen, wo das ist. Also gehe ich mal die Wände ab. Das sieht so aus, als wenn das aufgegangen wäre und hier wären Legionäre drin gewesen. Das war aber auch schon vorher eingezeichnet. Stups, stups, stups. Alles massiv. Nirgendwo ein Schalter. Hier ist auch so ein Raum, wo ein Legionär drin gewesen sein könnte. Auch ohne Schalter. Und hier ist die Tür. Kann die kaputt machen? Da hat es gerade wieder Klack gemacht. Oh, das könnte sein. Guck mal, da kommt wieder ein Legionär angelaufen. Vielleicht müssen wir die Legionäre alle einsperren. Das könnte sein. Du komm mal schnell hier rum. Und jetzt nehmen den kürzeren Weg. Dass wir da durch. Hallo. Klack. Das heißt, jetzt müsste irgendwo wieder ein Legionär spawnen, um in die dritte Falltür zu laufen. Da rein. Weil hier haben wir jetzt einen Legionär drin und in dem anderen auch. Aber jetzt spawnt keiner mehr. Dann sind wir vielleicht der dritte Legionär. Ja, die Tür ist aufgegangen. Und zugegangen. Also wir brauchen hier drin einen Legionär. Und wir haben keine mehr. Wie lässt sich das Problem lösen? Gar nicht, ja? Jetzt müssen wir aus einem anderen Gebiet hier einen Gegner hinlocken. Oder wie stellen Sie sich das vor? Oder wir hätten einfach laden müssen. Zwischendurch sind auch mal welche gespawnt. Ah, ich höre was marschieren. Schön, schön. Also muss man einfach nur abwarten. Irgendwann kommen die. Das heißt, wenn man jetzt ein ganz gemeiner Powergamer wäre, könnte man einfach hier durchgehend Skelette töten und sich auf Max-Level hochpushen. Aber wir sind kein übler Powergamer. Also, ich zumindest nicht. Weil dann wären die Spiele mal zu schnell, zu einfach. So, was haben wir jetzt hier für einen Fetzen? Diesmal steht drauf, aber immer noch träumend. Niemals vergessend, aber immer noch träumend und Tiefen ohne Boden. Wir sollen hier schlafen? Weil es wird wohl ein Rätsel geschrieben werden auf den Schriftrollen. Und schlafen wir jetzt hier einfach mal, aber es kommt keine Cutscene. Na gut, ich hoffe, ihr wisst, was das heißt. Ah! Nein, das heißt es nicht. Was bist du denn für ein Ding? Reichwaffen? Reichweitenwaffen? Komm raus. Okay, schön da bleiben. Hoffentlich regeneriert sich das nicht jedes Mal, wenn es runterläuft. Und das Gift scheint auch nicht zu funktionieren. Also sparen wir uns mal die Giftpfeile. Und hauen gleich mal eine Breitseite Zauber rein. Zähes Ding. Hoch. Irgendwie kommt mir das so vor, als wenn es entweder sehr, sehr viele Lebenspunkte hat. Ah, es hatte nur sehr, sehr viele Lebenspunkte. Gut, dann haben unsere zwei in der vordersten Reihe anscheinend keine Erfahrungspunkte dafür bekommen. Das ist zumindest meine Theorie, die ich immer noch nicht getestet habe. Was ich eigentlich mal machen könnte. Aber nee. Lieber weiterspielen. Aber bevor wir weiterspielen können, müssen wir erstmal wieder hier
Hin. Klick. Was hatten wir hier eigentlich für Schriftrollen? Eine Notiz von Torum, Torum, Torum. Die Notiz hier behalten wir erstmal. Die Schriftrollen auch. Die dritte haben wir irgendwo liegen lassen. Ich weiß nur nicht mehr wo. Oh, und Sterben macht anscheinend ziemlich hungrig. Jedenfalls die Minotauren. Der Rest ist noch einigermaßen gut drauf. Schön, schön. Also, wieder runter. Ja, was ich sagen wollte, bevor wir von diesem komischen Tentakel-Ding überrascht wurden. Wir müssen jetzt wohl oder übel zurück in die Gedankengänge. Aber das ist nicht ganz so schlimm, denn ich wurde quasi gespoilert oder habe mich selbst gespoilert. In den Kommentaren stand drin, wie man das Rätsel leichter lösen kann. Und anstatt euch jetzt endlose Stunden und Folgen wieder anzutun, wo ich das hier ausprobiere, nehmen wir einfach das neue System. Das neue System heißt so, man tritt einfach auf eine Platte und alle drumliegenden Platten werden aktiviert oder deaktiviert, je nachdem wie sie gerade sind. Das heißt, ich gehe jetzt hier drauf, werden alle um mich herum aktiviert, ich komme nicht weiter. So, das machen wir über nächste Folge. Jetzt speichern wir erstmal ab. LP 026. Bis gleich.